Vielleicht hört ihr das, wie laut es ist. Es schüttet und es hagelt und es gewittert. Den ganzen Tag über war es richtig schön sonnig und das hat den Pflanzen auch wirklich gut getan. Aber jetzt haben wir sie gerade sicherheitshalber alle reingestellt. Wow, es ist laut. Weil es einfach so schwer regnet jetzt und die Pflanzen hier hatten am Anfang schon ein bisschen mit zu kämpfen. Wow. Und deswegen haben wir die jetzt sicherheitshalber einfach mal hier reingestellt, wo es einfach nur so ein bisschen nass ist. Und guck mal hier, wie toll die Erdbeeren aussehen. Also die beiden hier, diese und die da hinten, die können wir auch morgen wahrscheinlich ernten. Einen Tag geben wir ihnen jetzt noch. Die Chilis, der hat auch immerhin die Nummer 1, den Wachstumsschub noch gehabt. Und sieht jetzt aus wie ein richtiges Pflänzchen. Ja, die Tomate, die blüht auch immer mehr. Der Basilikum sieht gut aus, das hier sieht alles gut aus. Und ich habe es jetzt mal mit Geilseife besprüht, aber das erzähle ich euch, wenn man mich wieder besser hört. Ja, jetzt erstmal Unwetter. Dann beenden wir das heutige Video mal damit, dass ich jetzt hier diese beiden Erdbeeren ernte. Wie man sieht, werden auch schon die anderen jetzt fast reif, fertig. Und ich werde jetzt mal die beiden hier ernten. So. Da ist ein bisschen Erde, ich spüle die gleich noch ab. Die andere ernte ich für meinen Freund. Die darf er heute Abend probieren. Und Moment. So, abgespült und der Geschmackstest. Ich hoffe wirklich, sie schmecken. Mmh. Lecker. Ein bisschen säuerlich, aber auch süß und sehr erdbeerig. Man merkt, dass es keine Treibhauserdbeeren sind. Sehr lecker. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich lasse die alle noch ein bisschen länger hängen, damit es noch ein bisschen süßer wird. Aber schon richtig lecker und ich freue mich darauf, wenn da noch weitere da wachsen. Es wären natürlich jetzt bei den paar Pflanzen nicht so mega viele, aber dass man wenigstens immer mal sowas selbst angebautes schnabulieren kann. Ja, sehr cool. Ach so, und übrigens, ja, sind ja jetzt schon so ein paar Tage echt gut rot gewesen und die anderen Erdbeeren werden ja auch rot und es gibt bisher keine Vögel, die es irgendwie versucht haben zu stehlen. Also wir haben hier in diesen beiden Bäumen, die ja hier direkt stehen, haben wir die ganze Zeit mehrere Vögel, wohl auch welche, die da nisten, aber es kam bisher keiner auf die Idee, uns Erdbeeren zu klauen. Von daher lasse ich die mal noch unabgedeckt. Sollte es aber anfangen, dass sie anfangen, zu klauen, dann würde ich sie abdecken. Und wieder ein paar Tage später und die Tomate wächst immer noch weiter. Ich habe gedacht, jetzt wo sie mal blüht, hört sie auf. Aber ihr seht, da ist der Stock zu Ende und jetzt geht sie schon bis da oben. Ich habe sie wirklich mit kleiner vorgestellt, weil das ja eigentlich Datteltomaten sein sollen. Und ich habe im Baumarkt auch so ein paar Pflanzen gesehen mit so Kirschtomaten, die ganz klein waren. Aber ja, sie ist groß und ich bin gespannt, wie viele Früchte sie denn tragen wird. Dem Basilikum geht es auch ganz gut. Den muss ich jetzt nur endlich mal abernten, die großen Blätter, und da mal Pesto draus machen oder mal wieder Tomatensauce. Ich glaube, die mache ich jetzt bald mal wieder. Und ja, Zitronenmüsse geht es gut. Das überlebt alles. Hier bei der Petersilie musste ich jetzt ein bisschen ausdünnen, weil dann doch noch ein bisschen was Schaden getragen hatte von den Blattläusen. Aber ich habe es jetzt wirklich mit der Geilseife wegbekommen soweit. Es sind keine neuen dazugekommen. Es hat sich keine Epidemie mehr weiter ausgebreitet und hier unten kommen jetzt eben ganz viele frische Triebe und ja, die haben jetzt genug Platz, seitdem ich ein bisschen ausgedünnt habe. Der Schnittknoblauch tut leider gar nichts, also da zeigt sich nichts, auch hier oben nicht, wo ich den ja auch noch mit reingesetzt habe. Dafür aber das Basilikum. Hier vor allem wächst es deutlich und von diesem hier drüben hat sich hier auch noch eins hingeschlichen. Ja, Majoran und Liebstöckel wachsen auch wunderbar. Also diese Pflanzen haben den Regen richtig gut überlebt. Hier sieht man zwar so ein bisschen was nicht überlebt hat, aber es ist nur ein wirklich kleiner Teil. Bei den Erdbeeren hatte ich jetzt tatsächlich die ersten Vögel, die frische Erdbeeren oder reife Erdbeeren angehackt haben. Deswegen mache ich es jetzt morgens immer so, dass ich fleißig die Erdbeeren, die fertig sind, pflücke. Ich habe jetzt tatsächlich schon ein paar essen können. Hier sind auch wieder welche fast reif. Also das geht jetzt ziemlich fix und es sind aber auch noch neue am Kommen. Hier wächst ja auch der neue Trieb und hier drüben gibt es ja noch Blüten und Erdbeeren, die da wachsen. Ja, also
Klar, ne, hat man halt keine riesen Ausbeute mit so ein paar Pflanzen, aber wenn man jeden Morgen einfach mal so ein, zwei, drei Erdbeerchen essen kann, die selbst gezogen sind, ich finde das super. Ja, und hier die Pflanze überlebt auch ganz gut. Der gefällt es, glaube ich, ganz gut. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal hier jetzt mal die alten Blüten mal abmache. Aber sonst passt das. Wo diese essbaren Blüten hinwollen, das weiß ich noch nicht so ganz. Also ich hätte mir die jetzt nicht so groß erwartet. Und die wachsen natürlich jetzt alle hier rüber, weil von hier die Sonne kommt. Vielleicht sollte ich die mal bei Zeiten ein bisschen drehen. Und lassen gerade ein bisschen den Kopf hängen, weil die sind frisch gegossen und waren aber jetzt schon eine Stunde der Sonne ausgesetzt. Die müssen sich jetzt gleich erstmal wieder ein bisschen aufrichten. Die Chilis, die wir ausgesetzt haben, also sie haben wirklich alle den Regen überlebt. Das hätte ich nicht gedacht. Und hier die Nummer 1, also das hier sind ja die Schärfe gerade. Die Nummer 1 hier, die wächst richtig schön. Die anderen sind noch ein bisschen zögerlich. So die 5 ist sehr zögerlich. Aber gucken wir mal. Im Gewächshaus, die wachsen auch vor sich hin. Und hier ist es vor allem die Nummer 4, die richtig schön wächst. Und die anderen, die sich noch so ein bisschen Zeit lassen, aber es wird alles. Ja, über die Pflanzen oben brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Denen geht es einfach nur super. Die Gurken werden weiter jeden Tag größer. Und ich glaube, dass tatsächlich zum Herbst dann da bestimmt noch ein Gürkchen dran wachsen wird. Und ich bin überrascht, dass die Jona gerade da ist. Die war nämlich eben noch unten im Garten. Ich habe aber extra die Haustür offen gelassen, damit die Katzen jederzeit rein und raus können. Die größten Regenschäden haben wirklich hier die Insektenwiese und der Pflücksalat abbekommen. Also beim Pflücksalat sieht man, gut, hier in der Mitte war eh nicht viel, aber hier ist jetzt auch schon, musste ich viel rausrupfen, da hinten ist viel zerstört. Also das ist ein bisschen schade, aber mal gucken, vielleicht kommt das wenigstens noch ein bisschen mehr. Und bei der Insektenwiese hat es hier halt ziemlich viel ausgedünnt und hier in der Mitte. Aber trotzdem sind ja noch Pflanzen da und vielleicht verteilen die sich dann einfach noch ein bisschen in diese Lücken. Und auch mal gucken, wo das hier hin will. Das ist auch schon ganz schön riesig geworden. Ja, und ein paar Regeneinbußen gibt es auch hier. Der Thymian, der hat ganz schön gelitten hier unten drunter. Da habe ich jetzt auch schon so ein bisschen was weggemacht, was einfach nur noch braun war. Ich hoffe mal, dass der sich einfach wieder erholt davon, weil hier oben sieht er eigentlich noch ganz gut aus, dass er wieder schön buschig und gesund wird. Der Lavendel im Moment hat irgendwie aufgehört zu blühen. Hier ist noch eine Blüte, aber der Rest geht schon zurück. Ich weiß gar nicht, kommt der nochmal? War das jetzt schon seine Zeit vorbei oder ist es der Regen? Ich weiß es nicht. Aber der Oregano, dem geht es nach wie vor super. Also der erinnert mich echt an die Kapuzinerkresse. Der wächst und wächst und wächst. Ja, und schließlich noch die Hängebegrünung, der aktuelle Status. Ich hätte echt alles einfach mit Kapuzinerkresse machen sollen, wie ich es ursprünglich vorhatte. Weil, ja, die einfach mega gut hier drin wächst. Wobei jetzt hier die Gurke, die wächst hier auch genauso gut drin wie im Topf. Nur die da drüber, wo ein bisschen weniger Sonne ist, weil ich glaube, die Sonne geht meistens nur bis hier, wächst die ein bisschen langsamer. Aber hier, das ist super. Ja, die Insektenwiese fühlt sich wohl. Oregano, Thymian, die haben sich jetzt, glaube ich, entschieden, auch halbwegs zu funktionieren. Hier ist jetzt nochmal so ein bisschen trockener Zweig, den ich mal rausnehme. Aber sonst funktioniert es. Mal gucken, ob es so bleibt. Aber hier meine Pflanzen, die fanden das irgendwie nicht so toll, die Trennung oder das hier oben drin zu sein. Ich weiß es nicht. Die hier, ja, kann ich eigentlich rausmachen. Ja, schade, war ein Versuch, aber try and error. Wir haben gerade die Tomate nochmal neu stabilisiert, hier mit so Bambusstöcken oder Bambusstäben, damit die noch hält, weil die ja jetzt echt einfach riesig geworden ist. Und guckt mal, psst. Da, die erste Tomate. Und sie wird nicht scharf gestellt. Doch, da jetzt. Das erste Tomatenbaby von hoffentlich ganz vielen, die da folgen mögen. Ja, und es hat heute schon wieder richtig extrem geschüttet. Seit 5 Uhr morgens hat es dann durchgeregnet bis, ich weiß gar nicht, 12 oder sowas. Und die Kräuter hier haben aber halbwegs gut überstanden. Also, ja, hier ist es zwar ein bisschen geplättet, aber jetzt nicht irgendwie total kaputt gegangen. Hier das Majoran. Hier sind ein paar Wurzeln. Aber die kann man ja einfach wieder ein bisschen in die Erde stecken. Das ist alles gerade noch nicht so dramatisch hier. So, einfach rein damit.
Der Basilikum wächst richtig schön, finde ich. Also der bekommt hier ganz tolle Blätter und wird jetzt jeden Tag größer. Das Basilikum hat sich ja richtig Zeit gelassen, aber ich finde, es hat gut aufgeholt, wenn man hier mal so die beiden anderen vergleicht. Ja, der Liebstöckel wächst auch gut. Der riecht noch nicht, schmeckt noch nicht so besonders noch irgendwas. Also der braucht noch ein bisschen, aber der kann dann auch richtig schön groß werden. Hier in der Mitte tut sich gar nichts. Da hat irgendwie nichts Lust gehabt, aber dafür wächst es hier weiter. Und ich glaube, das hier ist nochmal ein Körnchen von hier, was sich darüber verirrt hat. Ja, und hier ist halt so dieses, ich glaube, Thai-Basilikum ist das Lilan oder so. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich weiß auch, ich glaube, das hier wird das Normale werden und das hier vielleicht Zitronenbasilikum oder so. Mal gucken. So, hier ist mein Freund ganz optimistisch. Aber das ist auch die Chili-Pflanze, die am besten wächst. Und da haben wir jetzt hier schon mal so einen kleinen Stab reingemacht, dass sie gerade wächst. Aber ich muss sagen, sie überleben echt trotz dieser wenigen Sonne im Moment und des vielen Regens richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Die Gurke explodiert weiterhin und wächst richtig toll. Ja, die Aloe, die Britta mir mitgebracht hat, oh Mann, die ist... Die habe ich zu sehr gegossen und ich glaube, die wird sich verabschieden. Aber ich gucke mal, ob ich noch irgendwas davon retten kann. Ich hoffe es sehr. Hier ist auch noch eine Chili, die ziemlich gut wächst. Hallo meine Lieben, ich bin zurück aus dem Urlaub und wollte euch jetzt mal so ein kleines Balkon-Update geben. Es hat doch das meiste überlebt, wenn auch nicht so ganz alles. Also wir fangen mal hier bei der Tomate an, die, wie man sieht, wirklich schön noch gewachsen ist, die richtig viele Blüten hat und die hier an den Reben jetzt richtig Tomaten bekommt, vor allem hier hinten sieht man, dass richtig viele Tomatenbabys hier sind, auch ein paar. Da oben sind noch welche. Also ich glaube, da werden wir jetzt hier einen ganz guten Ertrag haben. Ich glaube, der Topf ist mittlerweile ein bisschen zu klein. Ich musste hier unten Blätter entfernen, die gelb geworden sind. Aber ja, mir sollte es persönlich jetzt reichen mit der Ausbeute. Und ich denke mal, werde ich jetzt nicht einen extra größeren Topf holen. Der Basilikum hat auch ganz gut überlebt. Ich habe den jetzt schon wieder kräftig geerntet, weil wir auch vor dem Urlaub hatten wir den ja schon geerntet wegen Pesto. Und jetzt habe ich den noch geerntet gehabt wegen verschiedenen anderen Sachen. Also der kommt mittlerweile ganz gut. Ja, die Zitronen ist so klar, die wächst wie Unkraut. Die ist ein bisschen wie Kapuzinerkresse. Ich habe die jetzt immer mal beschnitten. Hier muss ich das auch wieder machen, weil hier so Blüten kommen. Und ich könnte mir denken, dass es bei der vielleicht genauso ist, wenn die blüht, dass sie dann auch nicht mehr so gut wächst. Die Pfefferminze, der hat es richtig gut bekommen, das Teilen, wie man sieht. Also hier kann ich jetzt wirklich ganz toll ernten, mal für Pfefferminztee, an dem hier auch. Und dass sich dann auch wieder neue Triebe teilen. Die Petersilie hat sich sehr gut erholt. Da hatte ich ja die älteren Triebe abgemacht. Jetzt sind hier die neuen Triebe, wobei hier schon so auch so ein bisschen fleckig sind. Vielleicht muss ich die einfach nochmal einsprühen. Aber ja, so wirklich eine Blattblausepidemie haben wir nicht nochmal bekommen. Aber hier der Schnittknoblauch, der ist leider nicht gekommen. Vielleicht sollte ich den nochmal an einen sonnigeren Platz stellen. Dann kommt er gleich mal hier rüber auf den Tisch. So, da machen wir auch gleich weiter. Wir gehen aber erstmal nach hier vorne. Wenn hier irgendwas gerade hängt, ich habe die jetzt gerade noch nicht gegossen und durch die Hitze, die jetzt wieder da ist. Also es waren jetzt tagelang, auch wenn wir in Prag waren, hier wohl richtig schlimme Gewitter mit Hochwasser allem. Und jetzt ist halt seit gestern wieder Hitze. Und ja, der Pflanze geht es ganz gut. Hier die alten Blüten, es sind neue Blüten da. Und hier das Basilikum wächst ganz okay. Das hier wächst ziemlich schön, finde ich. Der Maigoran hat ein bisschen unter dem Regen gelitten, weil er eher so eine Bodenranken-Kletterpflanze hier gerade ist. Aber der Liebstöckel, dem geht super. Der ist hier richtig schön fit. Den Erdbeeren jetzt auch gut, da hatte ich jetzt so zwei, drei, die verschimmelt waren, die in der Erde hingen, die ertrunken sind. Aber hier kommen wieder neue, wie man vielleicht da unten sieht. Das ist auch eine, die wieder fast reif ist. Hier an der Seite hängen welche. Und was ganz lustig ist, an welcher Seite da? Das ist gerade eine Tür, dass ihre Koffer rollt, der Lärm. Und hier ist es ganz witzig, dass sie sich gerade hier nach unten ihren Weg bahnt, die Erdbeere. Ich wusste gar nicht, dass es auch so Schlinge- und Kletterpflanzen sind. Die Chilis haben auch relativ gut überlebt, erstaunlicherweise, obwohl die ja eigentlich überhaupt nicht für so ein Wetter gemacht sind mit so viel Regen und so. Also die hier, die Nummer 1,
die wächst richtig schön. Die anderen kommen aber auch langsam. Nur die Nummer 5, die ist eingegangen. Aber da haben wir noch 3 Stück im Mini-Gewächshaus. Und da werde ich jetzt gleich noch eine neue eintopfen. Hier, das ist die 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir jetzt 3 Stück. Und da werde ich wahrscheinlich hier die große, die am stärksten ist, daraus setzen. Ja, nicht wundern, Aschenbecher, der ist noch von meiner Mutter. Die hat, während wir in Prag waren, auf die Katzen hier aufgepasst. Ja, hier ist auch halt noch die eine Chili, die geht richtig toll. Da merkt man, dass die zwar in der Sonne steht, aber nichts von diesen extremen Regenfällen abbekommen hat. Wir wissen aber leider nicht mehr, welche Nummer das war, die wir hier eingepflanzt haben. Das werden wir wohl erst erfahren, wenn sie dann Früchte trägt. Den Gurken geht es auch super. Da habe ich jetzt auch schon überlegt, die mal ein bisschen umzusetzen, weil es dann doch ein bisschen viel ist, so 5 Stück in dem kleinen Pott. Mal gucken. Ja, Pflücksalat hat richtig gelitten. Da ist nicht mehr viel übrig. Der hat den Regen nicht bekommen. Ich habe jetzt hier aber schon mal ein bisschen gepflückt gehabt. Da hat sich auch so eine schöne Spinne breit gemacht. Schmecken tut er, aber ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Kasten mache. Ob ich den da ein bisschen raushole, muss ich mal überlegen. Ähnlich sieht es aus mit der Insektenwiese. Die hat den Sturzregen auch nicht wirklich überlebt. Da muss ich jetzt hier auch mal dieses ganze Verschimmelte da mal rauszupfeln. Und der Thymian überlebt auch nicht, das ist noch das letzte Grün. Dafür haben wir immerhin Lavendel und Oregano überlebt. Und dann hier oben, klar, der Kapuzinerkresse geht es wie immer super, den Schlingpflanzen geht es auch super. So, ein letztes Mal gehe ich mal noch mit euch durch, bevor ich dieses Video wirklich beende, das jetzt einfach mega lang geworden ist und mega viele Tage beinhaltet, aber einfach, weil halt Urlaub und so dazwischen war, ja. Wer sich interessiert, der guckt gerade immer noch zu. Also hier, wie gesagt, unverändert. Die Zitronenmelisse wuchert schön. Die Petersilie, die Pfefferminze wuchert schön. Das ist alles klasse hier. Ich habe jetzt hier auch auf dem Markt, auf dem Erzeugermarkt, einen neuen Thymian geholt, weil der da hinten zu viel Nässe bekommen hat, zu wenig Sonne. Und deswegen brauchte ich jetzt einen neuen. Und ja, nicht mehr im Supermarkt geholt, sondern jetzt auf dem Erzeugermarkt, also vom Bauern angebaut. Ich habe jetzt hier hinten auch mal diese essbaren Blüten hingeräumt. Ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass das quasi so ein langes Unkraut gezuppelt wird, was halt einfach nicht so wirklich schön aussieht. Und habe das jetzt mal hier rüber getan, wo es so sich so ein bisschen abstützen kann. Das Schöne ist, guck mal, hier sind jetzt richtig schöne Blüten da. Und da freue ich mich schon darauf, das Essen damit zu garnieren. Das wird bestimmt sehr hübsch. Ich muss mal hier gucken, dass es keine feindliche Übernahme gibt mit dem Liebstöckel, hier blüht es auch schon. Ja, die Tomaten wachsen weiterhin. Die hier wird wahrscheinlich so die erste sein, die reif ist. Und ich bin mal gespannt, also weil die Tomatenpflanze ist so riesig, wie jetzt groß am Ende die Tomaten werden. Eigentlich dürften die nicht viel größer als das hier werden. Aber gucken wir mal. Die hat sich jetzt auch erholt. Die hat hier unten, musste ich ganz viele Zweige abnehmen, die gelb wurden. Aber es lag daran, dass die zu nass war. Im Urlaub wurde die zu sehr gegossen, weil es war ja keine Sonne und deswegen hätte sie nur einmal am Tag gegossen werden müssen. Und da war sie einfach zu trocken. Jetzt habe ich sie ein bisschen durchtrocknen lassen und jetzt geht's. Hier ist jetzt durch die letzten Sonnentage richtig schön was los. Also hier ist ein normales Basilikum. Hier wahrscheinlich immer noch dieses Thai-Basilikum. Ich bin mal gespannt, wie die sich so hier um den Platz kämpfen, streiten. Das hier ist Zitronenbasilikum, kann man schon riechen. Auch ein normales Basilikum. Der Majoran kommt auch langsam. Der hatte ein bisschen Probleme dadurch, dass er so bodennah ist. Und dass er sich deshalb schlechter verwurzelt und ein bisschen mehr vom Regen platt gedrückt wurde. Aber er kommt. Ja, dem Liebstöckel geht es richtig gut. Da unten ist mal wieder eine Katze. Yoda! Und die Erdbeeren kriegen auch noch weiterhin kleine. Und da kann man immer jeden Tag jetzt mal so ein bisschen pflücken. Dann bei den Chilis. Nicht wundern, diese Erdlöcher haben wir gemacht, damit die Sonne da jetzt mal ein bisschen unten auch trocknet. Durch diese ganzen Regenfälle ist es einfach so extrem nass, die Erde, dass die Sonne das kaum hinkriegt. Und ja. Die wachsen alle so ein bisschen. Die hier wächst richtig schön. Da freuen wir uns. Hier bei den kleinen Töpfchen kommen jetzt auch noch so ein paar nach. Alle, die ein bisschen größer sind, haben wir jetzt hier in Einzeltöpfe gesetzt. Wie man sieht, die hier wächst auch richtig schön. Beim Pflücksalat habe ich jetzt aussortiert. Also da habe ich jetzt
all das hier rausgemacht, weil es einfach total am Vermodern und Verwesen war. Ich habe jetzt diese kleine Ecke gelassen, der es gut geht und hoffe, also hier kann ich jetzt auch schon wieder ein bisschen pflücken und ich hoffe, dass das hier so ein bisschen weitergeht. Und habe jetzt hier meine Gurken reingesetzt. Mal sehen, wie die den Platz so annehmen. Das Schöne ist, dass hier der Platz eigentlich ganz gut und auch Sonne hat tagsüber. Bei dem hier bei dem Kasten müsste ich das auch noch machen mit dem Ausmisten. Das Problem ist, dass diese ganze Hälfte nicht genug Sonne hat. Also wahrscheinlich bringt es das gar nicht wirklich, da was reinzusetzen. Mal gucken. Und hier hatte ich einfach nur den Versuch gemacht. Ich hatte vom Markt ein bisschen Bohnenkraut bekommen zu meinen Bohnen. Und ich dachte, da die Wurzeln noch dran waren, vielleicht klappt es ja, aber es war einfach schon zu verwelkt, denke ich. Hier der Lavendel und der Oregano überleben, aber hier in diesem Bereich, die Erde ist halt zu matschig, es ist zu wenig Licht da. Ja, hier jetzt noch was einpflanzen bringt es leider nicht, weil der Baum steht so, dass halt hier so eine gewisse Schattenfläche einfach wirklich den ganzen Tag ist. Aber was sehr cool ist, wir haben ja schon die erste Kapuzinerkressenblüte gegessen. Das Schöne ist, es ist ein Mix. Also die erste Blüte war rot. Jetzt ist hier eine gelb-orangene Blüte. Das heißt, es ist so ein Rot-Gelb-Mix. Und was auch richtig cool ist, diese Riesenschlingpflanze hier mit Dornen, die sich hier in alle Richtungen erstreckt, hat jetzt auch die ersten Blüten geöffnet. Schaut mal hier. Und hat richtig riesengroße Blüten, wenn ihr es mal in meiner Hand seht. Hammer. Und da oben ist auch noch so eine Blüte, die ja auch noch ein bisschen mehr aufsteht. Super, super schön. Ich hoffe ja auch, dass es was für Insekten ist, dass hier jetzt auch noch mal, jetzt wo hier mal ein paar Blüten anfangen, auch ein paar mehr Insekten sich rumtummeln. Und hier ist eigentlich unverändert die Kapuzinerkresse, die explodiert weiterhin fröhlich vor sich hin. Dem Rest geht es aber auch ganz gut. Ich hatte ja hier noch vorher so ein bisschen Thymian reingerettet, der wächst tatsächlich auch immer weiter. Also das ist schön. Und ja, hier habe ich ja auch noch eine Gurke stehen, die jetzt schon eine feindliche Übernahme für den Wäscheständer macht. Das ist natürlich blöd. Also es sind ja scheinbar Schlingpflanzen, wie die sich hier so mit ihren Luftwurzeln umherwinden. Das muss ich aber abmachen, weil den Wäscheständer muss ich leider noch benutzen. Ja, also. Das soll es also nun wirklich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich glaube, es wurde jetzt wirklich ein länger. Aber es gab ja viel zu sehen. Und ja, ich habe weiterhin riesig Freude. Mein Freund hat weiterhin riesig Freude, dass wir hier herumarbeiten. Und ja, es ist ein echt schöner Lerneffekt. Ne? Eben auch so mit diesen Sonnen- und Schattenplätzen, das hier kennenzulernen, welche Pflanze welche Ansprüche hat, was geht, was nicht. Und ich denke mal, im nächsten Jahr würden wir dann schon einige Dinge halt anders machen. Aber so ist es eben. Ne? Try and error. Und ja. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen aus euren Gärten zu berichten habt, irgendwelche Sachen, die euch total überraschen, die super gut laufen, irgendwas, was ihr auch gemerkt habt, okay, hey, das darf man nicht machen oder so, dann immer gerne ab damit in die Kommentare. Das hilft mir, das hilft anderen, die die Kommentare lesen. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich werde noch versuchen, eine Meditation zu schneiden, mich noch ein bisschen in die Sonne setzen und bis ganz bald.